Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Eine der zentralen Aufgaben eines Staates ist, den Schutz des Staatsgebietes sicherzustellen, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger des Heimatlandes vor äußeren und inneren Gefahren zu sichern und zu wahren. Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union haben wir aber auch Teile in die Hände der Gemeinschaft gegeben, um innereuropäisch auch ein Mehr an Freiheiten zu schaffen. Und diese Freiheiten sind unbestritten. Frau Abgeordnete Meindl-Reisinger, keiner von uns hier, glaube ich, hier im Nationalrat, stellt die Grundfreiheiten in Frage oder möchte sie abschaffen. Und ich als junge Person auch in der Politik, die sie selbst auch immer wieder genießen durfte, stehe zu 100% dahinter. Es ist etwas Schützenswertes und auf das wir innerhalb der Europäischen Union auch stolz sein können. Und weil jetzt zuvor der Kollege Schellhorn gesagt hat, die europäische oder die Bundesregierung und ihren europäischen Kurs, gerade diese Bundesregierung hat sich zu einem klaren europäischen Kurs auch verpflichtet. Und das nicht nur in einem Regierungsprogramm verankert, sondern durch ihres tagtägliches Handeln und Wirken, gerade jetzt im Halbjahr der europäischen Ratspräsidentschaft, ja, ich glaube das absolut, ja. Jetzt insbesondere, aber darüber hinaus, und das werden wir natürlich auch in den kommenden Jahren, die vor uns liegen, auch immer wieder auch nach vorne tragen. Gerade aber in diesem halben Jahr der Ratspräsidentschaft ist es uns wichtiger denn je. Wir haben diese Ratspräsidentschaft auch unter das Motto "Ein Europa, das schützt" gestellt, weil wir wissen, dass wir grundlegende Fragen und Aufgaben der Europäischen Union weiter vorantreiben müssen, weiter daran arbeiten müssen. Ja, das trifft die Stabilität auch in unseren Nachbarländern, das trifft die Sicherung des Wohlstands und auch der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und es betrifft auch die Sicherheit und den Kampf gegen illegale Migration. 2015 hat uns eine gewisse Ohnmacht aufgezeigt. Wir haben Schwächen gesehen, wenn es um die Sicherheit der Gemeinschaft geht. Und insbesondere auch diesen Außengrenzschutz. Wir wollen nicht, dass sich diese Situation wiederholt. Und gerade deswegen ist Österreich, allen voran Bundeskanzler Kurz und die gesamte Bundesregierung, auch nicht müde geworden, diese Probleme auch aufzuzeigen und gleichzeitig aber auch an Lösungen zu arbeiten, im Sinne einer gemeinsamen europäischen Lösung. Als Österreich haben wir aktiv die Zusammenarbeit gefördert, zwischen Ungarn und Österreich, Slowenien, Slowakei, aber auch mit Serbien. Wir haben Wissen ausgetauscht und auch personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt für den Grenzschutz. Das Schengen-Informationssystem wurde in der Zwischenzeit auch weiter ausgebaut, um auch entsprechend genutzt zu werden. Es sind laufend Gespräche mit Drittländern, vor allem mit den nordafrikanischen Staaten. Und man zeigt und man sieht auch, dass das Früchte trägt, vor allem in der Zusammenarbeit beispielsweise mit Ägypten. Und auch eine Errungenschaft ist, dass Frontex weiterentwickelt wird, dass es finanziell und personell aufgestockt wird von 600 auf 10.000 Einsatzkräfte. Wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber es ist trotzdem Erfolg, gerade des Salzburger Gipfels auch. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angekommen. Immer noch sind tagtäglich Menschen, kommen sie an unseren Grenzen, an den Grenzen Europas und sie versuchen natürlich auch weiterzureisen. Und auch Schlepper verdienen mit der Hoffnung und mit dem Leid dieser Menschen immer noch sehr viel Geld. Und auch der Terror stellt eine ernsthafte Bedrohung innerhalb Europas dar. Es wäre grob fahrlässig, sehenden Auges nichts zu tun. Und dieser Meinung, und das kann ich nur wiederholen, sind nicht nur wir, sondern das sind genauso auch andere Länder wie Deutschland, wie Frankreich, wie Dänemark, wie Schweden und Norwegen. Ja, die Verlängerung der Grenzkontrollen hat Auswirkungen auf bereits so selbstverständlich gewordene Grundfreiheiten und natürlich auch auf die Wirtschaft. Aber gerade als Politik müssen wir selbst auch immer abwägen, Güter abwägen, wo müssen wir einen Fokus hinsetzen? Und was wären die Alternativen, wenn solange kein effektiver Außengrenzschutz garantiert werden kann?
den Frieden und die Sicherheit der Europäischen Union, der EU-Bürger oder der Österreicherinnen und Österreicher werden wir sicher nicht aufs Spiel setzen. Da muss ich ein klares Nein dazu sagen. Wir müssen halt in der Zwischenzeit selbst die Verantwortung für unsere Grenzen übernehmen. Und Sie schreiben auch, und das ist heute schon oft zitiert worden, mit Europa spielt man nicht. Das kann ich nur unterschreiben. Es darf das Erfolgsprojekt EU aber genauso wenig aufs Spiel gesetzt werden. Wir müssen uns den Herausforderungen stellen. Und als Europapartei ist es daher für uns eine Selbstverständlichkeit, an Europa weiterzuarbeiten und dieses Projekt in eine gute Zukunft zu bringen. Für die Bürgerinnen und Bürger. Als nächstes zu Wort gemeldet. Eva-Maria Himmelbauer war das aus den Reihen der ÖVP.